Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. In diesem und in den beiden folgenden Videos möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer Liste eine Menüleiste anlegt, wie die Menüleiste oder die einzelnen Elemente in der Menüleiste auf Mausereignisse reagieren, wie ihr die dann verlinkt, dass ihr sozusagen eine andere Internetseite laden könnt. Und dann zeige ich euch auch, wie man den Farbverlauf als Hintergrundbild zu einer solchen Menüleiste erstellt. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus wie hier. Nur werde ich jetzt das Ganze drumherum weglassen. Also wir werden nur diese eine Menüleiste werden wir programmieren und dann auch eine Verlinkung erstellen. Gut, und dazu machen wir uns jetzt erstmal wieder ein ganz leeres HTML-Dokument mit einem Head-Element, einem Body-Element und drumherum das HTML und natürlich am Anfang, dass wir jetzt sagen, Doctype ist HTML. Gut, so, wir fangen dann gleich mal an und definieren uns erstmal eine Liste. Und diese Liste sieht ganz, ganz einfach aus. Wir sagen UL und dann setzen wir dort ein erstes Listenelement ein. Das ist Home. Li. Dann ein zweites Listenelement. Das nennt sich Minecraft. Ein drittes Listenelement, das nennt sich meine Welt. Ein viertes Listenelement, das nennt sich Kontakt. Und ein fünftes Listenelement, das heißt über mich. So, und dann schließen wir die Liste und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und uns ansehen, was das macht. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, Entschuldigung. Und dann sieht das Ganze so aus und wenn ihr das vergleicht mit dem, was wir hier erreichen wollen, hat das ja so gar keine Ähnlichkeit. Na, so, das ist nun wirklich hier so eine einfache, simple und blöde Liste. Gut, das erste, was wir machen, wir weisen unserer Gesamtliste weisen wir einen Identitätsselektor zu und diesen Identitätsselektor, den nennen wir Menü. So, das ist das erste, was wir machen. Das zweite, was wir machen, ist, dass wir hier oben uns ein Internal Style Sheet Element definieren. Das machen wir auch erstmal leer. So, das ist das zweite. Und dann gehen wir gleich mal hier oben hinein und sagen für das Menü, also für das den Identitätsselektor Menü, definiere ich folgendermaßen. Erstmal soll das kein so ein kleines gefülltes Kreischen haben, also List Style Type, und den setze ich auf nichts. Damit verschwindet also dieser kleine Kringel, der vor den Elementen sitzt. Dann möchte ich keinen Rand haben. Das müsste man jetzt eigentlich nicht reinschreiben, aber ich habe es dann doch mal gemacht. Auch der Innenabstand soll 0 sein. Im Falle, dass es zu viel Text gibt, soll dieser Text versteckt werden. Das macht nur Sinn, wenn man
die Größe und also die Breite und die Höhe von dem Element genau definiert. Das werden wir auch machen. Das ist das Erste. Dann wird sozusagen alles, was über diesen Block hinausfließt, wird versteckt, wenn ich also zu viel Text eingebe. Und das ist jetzt wirklich etwas Neues, was wir hier einführen. Wir legen ein Hintergrundbild fest. Das machen wir mit Background Image. So, und jetzt könnte ich hier eingeben URL und sagen, das soll das Hintergrundbild sein für diesen Block. Aber das möchte ich nicht machen. Ich möchte nämlich einen linearen Gradienten einführen. Das mache ich mit dem Wert Linear Gradient. Und dann gebe ich als Erstes ein, in welchem Winkel der sein soll. Da nehme ich 90 Grad. Das zeige ich euch im nächsten Video nochmal ausführlich. Jetzt füllen wir es erstmal ein. Und jetzt möchte ich hier die Farbe Yellow als Erstes haben und die Farbe Dark Orange als Zweites. Dann schließe ich das Ganze und mache das Ganze zu. Jetzt speichere ich das ab und wir schauen uns mal an, was passiert ist. So, und ihr seht, erstmal sitzen die Listenelemente ganz vorne und auf einem Hintergrundbild, der einen kontinuierlichen Farbverlauf von Gelb zu einem dunklen Orange hat. So, wir sind noch längst nicht damit fertig. Wir müssen ja diese ganzen Elemente jetzt noch sozusagen hier hintereinander stehen haben. Das zeige ich euch auch noch. Und dann soll der Farbverlauf auch ein bisschen auf die eine Seite verschoben werden. Wir müssen uns noch anschauen, warum wir hier 90 Grad eingeben müssen. Das kommt alles im nächsten Video. So, ich hoffe, euch hat dieses Video erstmal so ein bisschen weitergebracht. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.